los! Jugend trainiert für Olympia, Jugend trainiert für Paralympics. Tag 3. Alle Bilder, alle Emotionen hier bei Hauptstadt Sport TV. Heute mit Tennis, Hockey und Ruder. Euer Moderator Kai Winke. Ja, danke schön. Ich übernehme auch gleich. Ja, die Mädels, sie haben gerade gewonnen, das Finale der Mädchen, die Luisenschule aus Mülheim. Glückwunsch dazu. Und ja, jetzt hier ist gleich das Männerfinale. Die Jungs laufen gerade ein. Es ist Bayern gegen Berlin und ja, es wird spannend. Hier war es auch spannend. Und jetzt gehen wir erstmal zum Tennis. Tag 3, gleichzeitig der Finaltag. Beim Tennis bedeutet das Platzierungsspiele auf insgesamt 32 Tenniscourts. Unter anderem 24 vor malerischer Kulisse beim TC Blau-Weiß Berlin. Jungen- und Mädchenteams treten jeweils in 4 Einzeln und 2 Doppeln gegeneinander an. Ein Sieg bedeutet ein Punkt in der Gesamtwertung. Das Bundesland mit den meisten Siegen gewinnt. In diesem Jahr ist das Niveau in der Spitze sehr hoch. Die Mädels, gerade die Mädels von Niedersachsen, sind ja wirklich aus der ersten Reihe. Und dadurch haben die, wie gesagt, auch ganz große Chancen, das zu gewinnen. Ja, Niedersachsen, Top-Talente, soweit das Auge reicht. Eine von ihnen ist die 15-jährige Charlene Pieper. In Pink holt sie in ihrem Einzelmatch den ersten Finalpunkt für das Mädchenteam aus Niedersachsen. Sie gewinnt deutlich mit 2:0 Gewinnsätzen gegen die Berlinerin Nadja Nask. Also am Anfang war ich, wie gesagt, sehr nervös und dann habe ich mich gut ins Match gefunden und ich habe auch gemerkt, dass ich lockerer geworden bin und dann lief das alles so von alleine. Und der Erfolg kommt nicht von irgendwo. 7-mal die Woche steht Charlene auf dem Platz. Möglich macht das ihre Elite-Schule des Sports, die Karl-Friedrich-Gauß-Schule, die eine Kooperation mit dem Internat Tennis Base pflegt. Die haben halt nicht viel Freizeit, das muss man einfach sagen. Das Leben besteht also überwiegend aus Schule und Trainieren und Turniere spielen. Das ist nicht immer einfach. Aber wenn sie denn in dualen Ausbildungen beides dann haben, eine tolle Karriere und noch einen Schulabschluss, dann sind wir sehr, sehr zufrieden. Doch erstmal geht's hier um den Sieg bei Jugendturnier. Tom Zeuch mit Stirnband, auch aus Niedersachsen, liefert sich mit Moritz Pfaff aus dem Saarland ein ausgeglichenes Finalmatch. Nachdem der erste Satz ins Saarland geht, kommt Tom zurück und gewinnt den zweiten Satz. Am Ende geht ihm aber ein bisschen die Puste aus und Moritz Pfaff kann das Ding für sich entscheiden. Ich habe sehr aggressiv gespielt. Ist auch ein guter Spieler und ja, hat gute Ballwechsel drin. Also ich bin eigentlich sehr zufrieden mit mir, weil er steht ja auch weit vor mir. Er steht, glaube ich, 4 in Deutschland. Ich habe mein Bestes gegeben und ich bin auch relativ zufrieden mit mir. In der Gesamtwertung konnte sich am Ende bei den Jungen das Saarland mit 6:0 durchsetzen und bei den Mädels war es nicht überraschend die Elitemannschaft aus Niedersachsen mit 5:1. Wir sind gerade in der Halbzeit des Jungenfinals. Es steht 2:2 zwischen der Bertolt-Brecht-Schule aus Bayern und dem Gymnasium zum Grauen Kloster aus Berlin. Es ist super spannend. Es ist wirklich richtig gutes Niveau. Wir melden uns nachher wieder mit den Siegern und gehen jetzt erstmal zum Rudern. Für die Ruderer galt es heute zum letzten Mal volle Konzentration. Akribische Vorbereitung bis ins letzte Detail für diesen einen Moment. Der Start, ein ganz entscheidendes Detail. Oft fällt hier schon die Vorentscheidung, gerade im Achter. Denn im heutigen Finale ausschließlich Top-Mannschaften. Die ersten 250 Meter, die wir da fahren, müssen schon gut getroffen werden. Wenn da der erste Schlag sitzt und man sich da absetzen kann, dann ist schon mal wichtig, da gut mitzukommen. Das Team aus Minden überließ heute nichts dem Zufall. Nach der überraschenden direkten Qualifikation fürs Finale soll es heute natürlich eine Medaille werden. Uns war schon klar, dass da ja wirklich was gehen kann und auch eine Medaille drin ist vielleicht dieses Jahr. Wir dachten uns gleich im Vorlauf mal zeigen, was wir so können. Und ja, hat ja auch geklappt dann, jetzt mit dem direkten Einzug ins Finale. Ich hätte es ehrlich selber nicht gedacht, aber ich bin stolz auf die Jungs, dass wir das gepackt haben und wir greifen jetzt nochmal an. Top-Favorit Hamburg qualifizierte sich gestern als erster direkt fürs Finale. Berlin und Niedersachsen mussten über den Hoffnungslauf gehen. Der Motivation tat das jedenfalls keinen Abbruch.
ich sag mal, zwischen 1 und 5 ist alles drin, Leute. Da ist wirklich alles drin, das müsst ihr mir glauben. Ja? Und jeder, der nicht dran glaubt, der kann im Prinzip jetzt seinen Sack nehmen und gehen. Dann melden wir nämlich ab. Volle Lotte. Alles rein, alles das, was geht. Alles, was geht, muss auch Hamburg geben. 20 Jahre lang kein Titel mehr in der Hansestadt. Das soll sich heute ändern. Der Start, so entscheidend, von allen Teams gut. Jetzt heißt es Tempo aufnehmen. Das tut richtig weh. Man kann es fast hören. Bei Halbzeit die Favoriten Berlin links außen, Hamburg in Weiß in der Mitte und Niedersachsen rechts außen gleich auf. Es wird die prophezeite enge Kiste. Aus Sicht der Berliner können sich die Hamburger minimal absetzen, aber reicht das? Es ist der Höhepunkt der Ruderveranstaltung. Alle Augen sind auf die Bahn gerichtet. Hamburg fährt das Ding nach Hause. Darüber Berlin? Nein, Niedersachsen zieht im letzten Moment vorbei, die Hauptstädter mit dem dritten Rang. Gejubelt wird im Hamburger Boot. Eine Wahnsinnsleistung. Circa 20 Jahre und dann ist das natürlich ein schönes Erlebnis. Und ja, kann man vielleicht nochmal dran anschließen irgendwann mal. Es soll eben nicht wieder 20 Jahre dauern, bis der Titel nach Hamburg und die Steuerfrau ins Wasser geht. Bei mir stehen jetzt die Sieger 6-4 gewonnen, die Bertolt-Brecht-Schule aus Bayern, aus Nürnberg. Neben mir stehen jetzt Nicolas Feutig und Justus Weigern, beide 3 Tore geschossen beim 6-4. Wie fühlt man sich jetzt nach diesem glorreichen Sieg? Ja, ganz gut. ja, schön, dass wir gewonnen haben und ja, ich denke, das ist für die Schule ganz schön. Wie würdest du das Spiel mal Revue passieren lassen? Wie hast du das gesehen? Ja, wir sind ganz gut reingekommen, aber waren dann ein paar Mal, zweimal im Rückstand. Ja, finde ich ganz gut. Wir haben es wieder aufgeholt, wir haben es durchgezogen bis zum Ende. Was macht ihr jetzt noch heute Abend? Erstmal feiern? Ja, schon. Alles klar, ich wünsche euch viel Spaß dabei. Und wir kommen jetzt zu unserem nächsten Beitrag. Wir haben ja am Sonntag schon bei der Anreise, haben wir Mädels aus Hessen unsere Kamera gegeben, unsere Hauptstadtsportkamera. Und die haben mal ein paar Aufnahmen aus ihrem Leben hier in Berlin gemacht. Berlin, Hauptstadt und Deutschlands pulsierendste Metropole. Mittendrin die Karl-von-Weinberg-Schule aus Hessen. 3 Tage lang gaben wir den Kids und Betreuern eine Digicam unter die Arme und wollten sehen, was passiert so hinter den Kulissen bei Jugend trainiert für Olympia und Jugend trainiert für Paralympics. Tag 1. Raus aus Hessen und rein in die City mit der Deutschen Bahn ab zum Hauptbahnhof und von da dann direkt zum Halleschen Tor. Nach dem Einchecken im Hotel wird dann erst einmal die City unsicher gemacht. Hauptattraktion ist natürlich das Brandenburger Tor. Auch das Brandenburger Tor. Nach dem Brandenburger Tor geht's ab zum jüdischen Denkmal. Bei einem Besuch in Berlin darf aber auch der Reichstag nicht fehlen. Also aufstellen und Teamgeist stärken. Gut gemacht. Jetzt aber schnell zurück ins Hotel. Tag 2 wird nicht langweiliger. Wie viel Uhr bist du denn heute aufgestanden? Um 6 Uhr meine Mutter. Und wie schmeckt's? Sehr lecker. Ja. Nach dem Frühstück müssen die Kids aus Hessen den Weg durch Berlin bewältigen, denn Ziel des Tages ist der Jahn-Sport-Park. Hier duellieren sich die Bundesländer zum Beispiel in Hochsprung oder Weitwurf. Für die Mädchen läuft es gut. Am Ende Platz 5 und über WhatsApp wissen die Eltern sofort Bescheid. Die Jungs dagegen nur 16. Oh, Johnny, wie war es denn so? Ja, eine Antwort bitte. Schlechter als letztes Mal. Doch für Trauer bleibt nicht viel Zeit. Am 3. und letzten Tag geht's zum Fußball. Hier gilt es, die Mädchen anzufeuern. Ein Bundesland, ein Team. Auf geht's Hessen! Woo! Auf geht's Hessen! Auf geht's! Die Fußballerinnen holen sich am Ende in der Wettkampfklasse 2 auch dank toller Unterstützung die Goldmedaille. JTFU und JTFP hat damit wieder bewiesen, wie man über 4000 Schüler zusammenbringen kann.
Ein großes Dankeschön gilt dabei der Karl von Weinberg Schule für diese tollen Aufnahmen. Das war's. Jugend trainiert für Olympia, Jugend trainiert für Paralympics. Tag 3 ist vorbei. Ja, bei mir stehen jetzt hier nochmal die deutschen Meister. Bleibt bei uns auf Facebook und Twitter treu, verfolgt uns da fleißig. Morgen gibt's nochmal alle Highlights von Jugend trainiert für Olympia und Jugend trainiert für Paralympics. Und dann bleibt uns wie immer nur noch eins. Bleibt sportlich!